herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Pokémon Kolosseum weiter. Beim letzten Mal haben wir uns mehr oder minder erfolgreich durch das Kryptolabor geschlagen und haben Professor Kulpa in die Flucht geschlagen und haben nebenbei ein Reku ergattert. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt so das ein oder andere Krypto-Pokémon aus dem Labor mitnehmen können. 6 Stück an der Zahl. Und davon wollen wir jetzt ein paar mitnehmen, beziehungsweise eigentlich eher so 2 Stück, habe ich mir so gedacht. Und diese dann so ein ganz klein bisschen trainieren hier auf dem Duellberg oder beziehungsweise erstmal entkryptofizieren, was ja irgendwie gleichbedeutend ist mit Training. Also es wird wohl auf dasselbe einigermaßen hinauslaufen. Zunächst einmal möchte ich allerdings den EP-Teiler von Guerrero bitte wieder haben. Weil ich mir denke, dass er den jetzt lang genug hatte und jetzt durchaus mal mir wiedergeben kann. Und ja, der ein oder andere von euch war jetzt sowieso nicht der allergrößte Fan von Guerrero. Ich weiß gar nicht warum. Naja, gut, okay, ist halt mein einziges Feuer-Pokémon momentan. Und irgendwie finde ich ihn ja schon ganz schnuffig, auch wenn er schlechte Werte haben soll oder so, aber das ist mir total egal. Guerrero, ich mag dich. Eigentlich, aber ich setze dich jetzt trotzdem ab, weil ich mir denke, muss ja. Wen nehme ich denn jetzt noch mit? Ich weiß nicht genau. Wie wäre es denn in der Theorie... Achso, ja, die Flinklaufe Mucki Cookie soll ich wegnehmen. Und dafür dann lieber Ampharos damit ausrüsten. Könnten wir auch gleich machen. Gut, und dann nehmen wir jetzt erst einmal... Nein, nicht so tauschen, ach, ist egal. So, dann nehmen wir jetzt erstmal Griffel und Kramux mit und dann gucken wir mal, was die Trainer hier auf dem Duellberg in der nächsten Stufe so zu bieten haben. Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stufe wir hier offen gesagt sind, aber das werden wir ja gleich herausfinden. Flinkklaue vom Mucki Cookie erhalten und Superfest guckt, du bekommst noch die Flinkklaue. Ich war mir nicht sicher, hebt die Erstschlagquote. Also ich habe mir einfach nur gedacht, dass es eben bei schnelleren Pokémon vielleicht noch zusätzlich helfen könnte oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass das wirklich so einen krassen Effekt haben soll. Also, dass selbst sehr langsame Pokémon dann plötzlich eben ausnahmsweise mal ganz früh angreifen dürfen. Also irgendwie, ich weiß nicht, hatte mir das nicht so krass vorgestellt. Aber okay, wenn ihr sagt, das ist so, dann ist das wohl in dem Moment so. Und dann freue ich mich da jetzt einfach drauf und denke mir, okay, gut, dann lasst uns beginnen. Möchtest du von vorne beginnen? Nein, bloß nicht. Fortsetzen. Du hast schon Areal 4. Von welchem Areal? Ja, lass mal hier. Gut, du startest bei Areal 5. Unser Abra wird dich gleich dorthin bringen. Hering, streng dich an. Ja, ich mach schon. Also los, Abra, und dir viel Erfolg bei den Kämpfen. Danke. So. Teleportation! In die Antarktis. Nein, auf einen Vulkan, auch nicht schlecht. Na gut. Eine fantastische Leistung, bis zu Areal 5 zu kommen. Wir wollen mal sehen, wie gut deine Pokémon wirklich sind. Also, eigentlich möchte ich jetzt viel eher sehen, wie gut deine Pokémon so sind. Der Forscher Zaito. Zaito setzt Pikachu und Lampi ein und die sind irgendwie... Na gut, wir nähern uns mittlerweile tatsächlich so einem gewissen Level. Also, wo man wirklich sagen kann, das ähnelt jetzt meinen Pokémon doch ziemlich und... Naja, warten wir mal ab, wie sich die ganze Geschichte jetzt noch so entwickelt. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass die Pokémon selbst, wir haben es hier nicht mit Weiterentwicklung oder dergleichen zu tun. Das alles ist so ein bisschen... Was mich jetzt gewundert hat, dass der Kryptoschlag von Griffel direkt so reinhaut, dass er Pikachu one-hittet. Absorber. Okay, ich kann Lampi nicht mit Elektroattacken angreifen. Das nimmt mich ja auf eine gewisse Art und Weise fast schon Wunder, aber gut. Dann beschränkt sich Superfest, guckt jetzt eben mal auf die Verteidigung und den Rest lassen wir durch Griffel erledigen. Ja, was wollte ich sagen? Die gegnerischen Pokémon, die sind nicht mal weiterentwickelt oder irgendwie sowas in der Art. Das ist alles... alles noch nicht so gefährlich. Nicht so gefährlich, wie es sein könnte. Dementsprechend... bin ich sehr guter Dinge, was das weitere Vorankommen hier angeht.
Und ja, dann werden wir einfach mal sehen, wohin die Reise jetzt noch führen wird. Ich habe jetzt zum Glück ein bisschen die Muße, Pokémon Kolosseum ein ganz, ganz, ganz klein bisschen im Voraus aufzunehmen. Ja, schön, dass alle praktisiert sind jetzt. Ein ganz klein bisschen im Voraus aufzunehmen, damit ich einfach mal wieder ein paar Videos im Vorrat habe und so. Also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie angenehm das für mich als Let's Player ist, wenn ich einfach mal wirklich wieder ein paar Videos voraus habe und ich dann nicht immer so mir einfach denken muss oder mich selber unter Druck setzen muss, was das angeht. Forscher Zaito, deine Pokémon sind fantastisch. Naja, geht so. Also, du hast jetzt noch nicht mein bestes Team gesehen. Auch wenn Superfest guckt schon nah rankommt, aber naja. Anscheinend muss ich meine Pokémon etwas besser trainieren. Ja, viel Spaß dabei. So, die sind jetzt alle geheilt, oder? Ja, die sind alle geheilt. Okay. Das ist ja das Schöne, da muss ich mir hier absolut keine Gedanken machen. Zum nächsten Posten. Posten. Posten, Posten. Kampf die Dummen, Kampf die Dai. Kämpfen ist so schön, alle haben Spaß dabei. Hohoho. Ja. Eine Herausforderung von Brillentyp Buja. Buschakalakamaka. Inekoro und Bandia. Und der Brillentypi ist irgendwie ein begnadeter Rapper oder dergleichen. So wie es scheint. Ja, Videos im Voraus. Es ist herrlich. Weil ich mich dann einfach auch selber, ja, ich kann da dementsprechend ein bisschen besser das für mich einteilen und planen. Wenn ich so quasi gesehen genau weiß, okay, Video XY, das habe ich nur noch bis morgen oder so. Das bedeutet, ich muss also quasi gesehen heute oder morgen dann wieder neue Parts aufnehmen, damit das eigentlich reibungslos klappt. Das verursacht immer so einen ganz kleinen, Das, ja, das ist leider so. Und ich möchte ja eigentlich schon, dass ihr nicht so lange... Achso, Griffel ist... Griffel ist griffelisiert. Griffel ist kryptofiziert. Ich möchte ja eigentlich schon, dass ihr nicht so lange auf die Videos verzichten müsst. Zumal ich ja... Es ist ja immer derselbe Ablauf dann im Endeffekt. Wenn dann irgendwie ein, zwei Tage zu einem bestimmten Spiel kein Video kommt oder dergleichen... Und ich das jetzt nicht in irgendeiner Form besonders angekündigt habe, wie zum Beispiel eine Woche kurz vor meiner Zahn-OP, dann mehren sich natürlich auf dem einen oder anderen Wege die Frage oder die Fragen, was Projekt XY angeht. Hering, wann gibt es denn wieder dazu neue Videos und so weiter und so fort und warum geht es denn damit nicht weiter und überhaupt und sowieso. Und das ist natürlich euer gutes Recht, da zu fragen. Allerdings geht einem das als LPA natürlich naturgemäß irgendwie, ja, auf die Nerven, klingt sehr hart, aber irgendwie schon. Hey, 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 yo, yo, yay, wow, hey, yo und so. Okay, das hat Spaß gemacht, uah. Zum nächsten Posten, ja. Und, genießt du es, auf dem Duellberg zu kämpfen? Ja, ist ganz okay. Business Lady Shiri. Und sie setzt Noctu und Geradax ein. Okay, damit kann ich leben. Auf die Nerven gehen ist wirklich sehr hart. Weil im Endeffekt habe ich ja nichts gegen die Kommunikation mit euch. Ich hoffe, das merkt man auch so einigermaßen, wenn ich auf eure Kommentare oder dergleichen antworte. Und von euren Kommentaren lebe ich ja auf eine gewisse Art und Weise auch. Also, was wäre ich ohne das Geschreibsel von euch? Im Endeffekt nicht viel. Oder beziehungsweise, dann würde das Hobby zwar auf eine gewisse Art und Weise immer noch Spaß machen, aber halt nicht so viel Spaß, wie es gerade eben der Fall ist. Und weiß nicht, aber das Problem an der Sache ist einfach, wenn ich dann ja selber merke, es kommen keine Videos zu dem Projekt, und ich in dem Moment nicht unmittelbar etwas dagegen tun kann, weil ich eben arbeiten muss oder weil ich durch irgendwas anderes aufgehalten wurde oder so. Man fühlt sich dann auf eine gewisse Art und Weise irgendwie schlecht. Klingt total doof, aber ist so. Und dann setzt man sich auch selber so ein bisschen unter Druck und denkt sich so, mein Gott, du musst jetzt eigentlich, und das ist eine Spaßkanone für eine Attacke. Nie gehört. Donnerschock! Ich würde gerne mal Spaßkanone ausprobieren. Einfach so aus Spaß. Sollen wir das mal gesehen haben.
Das ist mittlerweile aber auch relativ angenehm, hier selbst deine guten Pokémon zu trainieren. Anscheinend genießt du es. Die Kämpfe sind einfach, aber man bekommt relativ gute Erfahrungspunkte, finde ich. Ist gut. Kämpfe müssen nun mal Spaß machen. Oh yeah, zum nächsten Posten. Dö. Hör mal, du Grünschnabel. Pokémon-Kämpfe erfordern Mumm, Mumm und nochmals Mumm. Und natürlich Mumm. Was? Mumms? Masern? Röteln? Was? Wie? Pokesenior Dito. Dito. Lass mich raten, du setzt Dito ein. Nein. Zubiris und Blanas. Hatten wir schon mal jemals in diesem Spiel einen Zubiris gesehen? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ist Zubiris ein Geist-Pokémon oder ein Unlicht-Pokémon? Auch dessen bin ich mir nicht so gänzlich sicher. Aber na gut. So, Griffel, dann setz mal deine Spaßkanone gegen Blanas ein und hier Zubiris weghauen, das wäre irgendwie ganz nett. Mogelhieb, Bum, Bidam, Budum. Und dieses Ganze mit dem Unterdruck setzen und... Lass mich raten, das ist seine gesamte Taktik. Er setzt die ganze Zeit Mogelhieb ein, sodass meine Pokémon absolut keinen Bock mehr haben, ihn anzugreifen. Spaßkanone, Angriff von Blanas sinkt Verteidigung. Okay. Ja, also, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das wirklich eine Attacke ist. Aber gut. Bei einem Hobby ist es halt so doof, wenn man sich selber unter Druck setzt und dann selber eben diese Gedanken so entwickelt, so von wegen, du musst und du kannst nicht anders und es bleibt dir absolut nichts anderes übrig und so weiter. Das ist so, ja, weiß ich nicht. Das nimmt einem sehr selber auch automatisch dann die Lust oder das Vergnügen an der Sache und das sollte natürlich nicht Sinn und Zweck sein. Ich muss für mich auf eine gewisse Art und Weise entspannt sein, sonst ergeben die ganzen Aufnahmen hier keinen Sinn. Also wenn ich selber nicht halbwegs gute Laune habe oder so beim Let's Playen, dann ist das immer so ein bisschen, dann wirkt das sowieso schon mal ein bisschen gezwungen und es macht einfach keinen Spaß. Auch nicht für mich selber, wenn ich mir die Aufnahme dann unter Umständen dann hinterher anhöre. Das ist nicht gut. Das ist Mumm. Oh. Was ist mit Mumms? Ich hab keinen Mumms. Dopidop. So. Ich hab mit zu viel Mumm gekämpft. Jetzt bin ich ganz erschöpft. Okay. Dann viel Glück noch, armer alter Mann. Du bist ja ganz bleich. Gelegentlich solltest du ein wenig Sport treiben und eine Runde schwitzen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Eine Herausforderung von Athlet Magroy. Ich kann auch bleich sein, aber trotzdem ein Supersportler, wenn ich in meine Halle trainiere. Flunkiefer und Corazon. Corazon ist Gesteinwasser oder so? Irgendwann haben sie ja angefangen, die absonderlichsten Elementkombinationen bei den Pokémon einzuführen. Es ist so Sachen, die sich eigentlich komplett gegeneinander ausschließen, dass sie das dann irgendwie zusammengewürfelt haben und dann waren sie total stolz drauf. Was natürlich dann auch teilweise echt nette Pokémon auf eine gewisse Art und Weise kreiert hat, die dann auf ihre Art und Weise irgendwie sehr besonders waren und die man dann eben auch mehr oder weniger geschickt einsetzen konnte. Aber irgendwie... ich weiß nicht. Flunkiefer setzt Horte ein. Hortet 1. Er hortet etwas? Was hortet er denn? Griffel! Griffel kommt durch den Ruf des Trainers zur Besinnung. Er ist schon halb fertig. Das finde ich gut. Es läuft mit Griffel. So, Flunkiefer kann ich noch angreifen. Bei Georock muss ich jetzt ein ganz klein bisschen darauf vertrauen, dass die Stärke der Elektrizität wurde geschwächt. Was soll da noch geschwächt werden? Ich kann dich nicht angreifen, Georock. Ja. Griffel ist so aufgewühlt. Okay, ja. Griffel hat offenkundig keine Lust, mir zu helfen. Zwischenzeitlich hattet ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, Griffels spätere Weiterentwicklung ist Ambidiffel. Soll wohl auch ein relativ gutes Pokémon sein oder ein relativ beliebtes Pokémon. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber okay. Und das Problem an der Sache ist einfach nur, dass Ambidiffel hier in dieser Generation von Pokémon, in der wir uns befinden, dass Ambidiffel hier einfach noch nicht vorhanden ist. Dementsprechend müssen wir leider drauf verzichten und haben jetzt hier also ein mehr oder weniger sinnvolles Griffel einfach nur zur Verfügung.
welches eben, ja, mehr oder weniger sinnvoll ist. Eben, es ist ein normales Pokémon, es ist ganz nett, man kann es allzweckmäßig für alles Mögliche bestimmt einsetzen und so. Und sein Angriff scheint ja auch relativ stark zu sein. Relativ. Aber ist jetzt auch nicht das Pokémon meiner Träume. Das ist sehr effektiv, ja. Das hätte mir auf eine gewisse Art und Weise auch klar sein müssen. Weiß jetzt auch nicht genau, warum ich Monkey Cookie eingesetzt habe. Vermutlich, weil ich mir gedacht habe, dass ich Griffel einfach mal mit dem Feuer-Odem ein wenig helfen könnte. Und Griffel ist auch verdammt schnell, wie wir sehen. Wenn er sogar schneller ist als ein ausgewachsenes Monkey Cookie, dann kann ja nur was dran sein. Georok wurde besiegt. Hoppa, hoppa, du. So. Läuft aber. Bin zufrieden. Ich bin völlig schweißgebadet. Könnte auch an der ganzen Lava unter uns liegen oder so, aber das nur mal so. Und ich trage auch noch einen Mantel dazu, hallo? Ja, so macht der Schwitzen Spaß. Dann viel Spaß noch beim Schwitzen. Ich gehe weiter. Pass auf, ich bin stark. Also fang nicht an zu heulen, wenn du verlierst. Nee. Eine Herausforderung von Skater Metugu. Ich war mir jetzt im ersten Moment nicht sicher, ob das überhaupt ein Kerl ist oder nicht. Smogon und Slimer werden von Skater Metugo in den Kampf geschickt. Wäre ein bisschen peinlich gewesen, ne? Bei einer Frau. Ich bin so stark. Wehe, du fängst an zu heulen, wenn. Ja. Manche Frauen sind vielleicht wirklich so drauf, ich weiß nicht. Die sind ja. Wow. Also, die sind. Wenn die nicht sind, wer dann? Ich weiß auch nicht. Aber jeder wie er will, ne? Das hat ja im Endeffekt auch gar nichts mit Mann-Frau zu tun oder so, wie man sich zu haben hat. Gewisse Dinge, gewisse Verhaltensweisen, gewisse Verhaltensmuster, so wie wir uns zu verhalten haben als Mann oder Frau, das wird uns ja im Endeffekt nur von der Gesellschaft so ein ganz klein wenig eingetrichtert. Wo bleibt dann die Individualisierung, frage ich mich. Also jeder darf doch dann bitteschön alles so tun, wie er es für richtig hält. Ein Smogon beherrscht Psi-Welle? Das ist ja interessant. Okay, gut. Wenn Smogon das meint, dann ist das in dem Moment eben so. Und wenn Griffel meint, dass er Smogon nicht erledigen muss, dann ist das in dem Moment eben irgendwie auch so. Ich glaube, das ist generell ein Problem unserer heutigen Zeit. Beziehungsweise der letzten Jahre, ich weiß nicht. Ich beobachte das jedenfalls immer mal wieder, dass diese Diskussion an sich ankommt, entsteht, was Geschlechterfragen angeht, beziehungsweise was die Verhaltensweisen der einzelnen Geschlechter angeht. Dass einem ja mehr oder weniger, ja, es ist ja wirklich so eingetrichtert wird, man müsste sich so oder so verhalten. Und das macht es gerade für uns verhältnismäßig junge Leute. Für einige von euch vielleicht noch mehr als für mich. Das macht es verhältnismäßig schwierig, sich irgendwie in diese Welt einzugliedern, weil man selber weiß gar nicht so richtig, ja, wie soll ich mich denn jetzt verhalten oder so. Auf eine gewisse Art und Weise wird dann irgendwie gesagt, ja, Frauen müssen hübsch, klug, gebildet und absolute Alleskönner und Perfektionisten sein, weil ansonsten sind sie irgendwie nichts wert. Und für Männer gilt eben, sie müssen stark, klug und irgendwie auch Perfektionisten sein, weil ansonsten sind sie auch nichts wert. Also das ist irgendwie eine relativ gefährliche Entwicklung und kann unter Umständen auch schnell dazu führen, dass man irgendwie als Einzelperson relativ schnell unglücklich wird, weil man eben überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man irgendein Idealbild so, ja, ausfüllt. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Jetzt heult der rum, natürlich. Na gut, armer kleiner Skater. Das ist ganz gemein, wenn man kleine Kinder ärgert. Ja, Entschuldigung. So. Geh doch heulen.